Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zusammen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 mit dem Projekt Polizei. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer, hier bei einer neuen Folge auf meinem wunderschönen YouTube-Kanal. Es ist auf jeden Fall heute ein ganz besonderer Tag, denn heute ist es sehr, sehr warm draußen und ich renne hier mit Feuerwehrhelm und Rettungsrucksack vom ASB rum. Ja, das gehört sich aber so, denn es kann immer wieder etwas passieren, gerade auf Verkehrsunfälle oder irgendwas anderes. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das immer aufhabe oder beziehungsweise mit dabei habe. Das habe ich mir leider schon angeeignet. Ich wurde schon so oft darauf angesprochen, warum ich jetzt die Sachen immer aufhabe. Ich sage immer, ja, das ist meine eigene Sicherheit. Falls irgendwas passiert oder so, kann ich sehr schnell eingreifen. Deshalb dieser Rucksack und dieser Feuerwehrhelm. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Natürlich könnte ich auch meine Sicht so machen, ne? Aber ich mag es sowieso irgendwie besser oder mehr, weil man auch mal sehen kann, wie bescheuert man eigentlich läuft oder beziehungsweise rennt, wenn man aus der Perspektive spielt. Aber nun gut, wir sind heute wieder zurück auf der Polizeiwache und heute ist es so, dass wir erstmal abwarten müssen, bis wir einen neuen Einsatz reinbekommen. Denn bisher war es immer so, dass wir wirklich in jedem Video bei oder beziehungsweise an jedem Tag einen neuen Einsatz bekommen haben. Mindestens immer einen Einsatz haben wir immer. Das ist mir schon aufgefallen. Also es gab da bisher, glaube ich, noch kein Video, wo es noch keinen richtigen Einsatz gab. Abgesehen davon, wo wir die Polizeiwache dann erst aufgebaut hatten. Da gab es, glaube ich, noch keinen. Da, wie gesagt, das Gebäude noch gar nicht fertig war, man noch gar keine richtigen Fahrzeuge hatte. Aber das hat sich ja alles richtig schnell geändert. Denn hier sind ja so viele Fahrzeuge mit dazugekommen. Also ich sag mal bloß auch gerade der Fuhrpark da hinten. Das ist schon wirklich ganz schön gigantisch. Was sagst du, Susanne? Ja, ach so. Nee, ach echt? Oh. Wie, durch was ist das denn? Alles klar. Gut. Wir haben einen neuen Einsatz, liebe Freunde. Habt ihr gerade gehört anscheinend von Susanne? Also ich habe es natürlich nicht gehört, das ist alles fiktiv. Das habt ihr von mir gehört jetzt. Wir haben einen neuen Einsatz. Einsatzstichwort lautet Hochwasser auf der Hauptstraße 1 in Ulm. Anscheinend war der Regen von den letzten Wochen sehr viel, denn heute ist wirklich der einzige Tag wirklich mal, wo es nicht regnet. Heute ist wirklich verdammt heiß, heute ist es richtig drückend, das ist schwül, kein Wunder, denn es hat circa jetzt 3 Wochen durchgeregnet und es gibt jetzt einen Hochwassereinsatz. Die Feuerwehr ist schon vor Ort und die Polizei soll die Straße absichern. Wir wissen bisher noch nicht, wie viel Wasser jetzt betroffen ist, wie viel Straße und so weiter. Deshalb überlege ich mir mal gerade, mit welchem Fahrzeug ich hinfahre. Ich habe auch ganz schnell überlegt jetzt und habe auch ganz schnell ein Einsatzauto gefunden. Ich werde mit der Mercedes-Benz G-Klasse hinfahren, aus diesem Grund, Hochwasser, G-Klasse ist hoch, passt ja, ne? Nehmen wir gleich mal dieses Fahrzeug und schauen uns das mal gleich näher an. Ich bin gespannt, was wir da gleich sehen werden. So, wir düsen jetzt erstmal hin und schauen uns jetzt mal genau an, was da jetzt eigentlich Phase ist. Ich glaube, wir brauchen da jetzt erstmal ein paar Einsatzfahrzeuge von der Polizei. Denn es wurde auch schon irgendwie spekuliert, dass wir sehr viele Einsatzkräfte vor Ort brauchen und dass da natürlich auch sehr viel passiert ist, gerade beim Hochwassereinsatz, dass sehr viel betroffen ist. Ich sehe da hinten erstmal schon ein paar Fahrzeuge rumstehen von der Feuerwehr. So, hier steht auf der linken Seite ein KLF. Oh, um Gottes Willen, die Straße siehst du fast gar nicht mehr. Ein Glück habe ich hier kein Wasser drin oder so. So, der Verkehr fährt natürlich auch erstmal gekonnt hier durch das Hochwasser. Ist ja auch, wie gesagt, die Hauptstraße und das ist natürlich auch die meistbefahrene hier in Ulm. So, Problem von der ganzen Sache ist eigentlich die, ich sehe die Straße nicht wirklich. Hier liegt erstmal, warte mal ganz kurz, bevor der nächste darüber fährt. Hier liegt ein Schild im Wasser. Ich werde mir das mal ganz kurz nehmen und hier zur Seite legen. Einfach mal darüber, genau. Das kann man auch bewegen. Ach, das ist ja cool. An alle Randale-Reifs da draußen, ihr könnt die Schilder auch bewegen, die im Boden verankert sind. Das ist ja interessant.
So. Da hinten sehe ich noch ein ELW. Warum steht denn da so weiter hinten? Da ist auch ein Auto betroffen, glaube ich, was da so ein bisschen im Wasser steht. Ich habe jetzt hier schon ein paar PKWs gesehen, die anscheinend abgewürgt sind. Der Motor geht da anscheinend nicht mehr an, weil das Wasser zu hoch getreten ist. Oh! Um Gottes Willen, hier ist ein Verkehrsunfall. Eieieiei, der ist ja mit volle Karacho da reingedonnert. Der wurde anscheinend überrascht von dieser großen Pfütze hier. Oh Gott, ja, okay, ich habe verstanden, ja, alles klar, okay. Ich soll laut Aussage des Feuerwehrkameraden den RTW zum Einsatzort holen, da die Person im Fahrzeug gerade so eben verunfallt ist. Das ist noch gar nicht so lange her, also circa 5 Minuten bevor ich eingetroffen bin mit der Polizei, kam es da zu einem schweren Verkehrsunfall mitten in diesem großen Einsatz gerade beim Hochwasser. Ist dieser PKW in diesen Mast gefahren. Das sah auf jeden Fall gar nicht gut aus. Also ihr merkt, ich bin heute wieder ein Allrounder. Ich benutze wieder alle Einsatzfahrzeuge, die es so gibt. Hier auf dieser Map im Projekt Polizei. Ich darf heute wieder alles fahren. Alles, was mir in die Quere kommt, darf ich fahren. Abgesehen vom Verkehr. Jetzt müsste ich aber doch ein bisschen langsam fahren, denn das spiegelt schon extrem krass, da das Wasser natürlich auch weiter fließt. Sieht man die Straße gar nicht mehr so richtig. Da muss man schon, warte mal, hier, ich kenne da so einen kleinen Trick, einfach mal nach oben die Kamera machen und dann kannst du auch so ein bisschen noch die Straße deuten. Weil das macht sich trotzdem ganz schön schwer, finde ich. Weil, wie gesagt, das spiegelt so extrem. Weil es natürlich auch ein bisschen windig ist heute, macht sich das natürlich für uns auch ganz schön kompliziert. So, das war erstmal Licht. Jetzt haben wir den Heckwarner erstmal eingeschalten. Und hier sieht man auch mal richtig deutlich, guck mal. Oh, warte mal. RTW, komm wieder her. Komm sofort her. Wieso geht das jetzt nicht? Ihr wollt mich doch veräppeln. Was ist denn hier schon wieder los? Ich stelle ihn mal ganz kurz mal auf die Straße wieder. Zack. Hier sieht man auch mal, was ich gerade sagen wollte. Auch mal ganz deutlich, wie weit eigentlich der RTW im Wasser steht. Also hier müssen wirklich Unmengen an Wasser hingeflossen sein. Also es ist ja genau hier der Hafen. Anscheinend ist das über das Ufer getreten, das ganze Wasser. Und hier sieht man auch mal dieses Schild, ne? Man sieht es gar nicht von Weitem. Also ich hoffe mal nicht, dass hier noch weitere Unfälle passieren. Das ist eine scharfe Kurve und da kommt schon der nächste PKW. Wisst ihr was? Wir lassen erstmal die Kameraden hier die Arbeit machen. Die Person aus dem Fahrzeug befreien und ich hole jetzt erstmal weitere Einsatzkräfte der Polizei. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Einsatzfahrzeuge jetzt hier vor Ort. Ich habe mir das schon vorher gedacht irgendwie. Das muss auf jeden Fall richtig schnell gehen. Wir müssen die Straße komplett absperren. Also so weit wie das Wasser geht, müssen wir auch jetzt mal die Fahrbahn absperren. So, denkst du, er lässt mich durch hier? Macht er natürlich nicht. Das sind hochnäsige, arrogante Schnösel hier alle in Ulm. Die ihr Ding einfach machen und fahren. Die machen natürlich nicht Platz oder Halt vor blauem Blinklicht. Und schon gar nicht vor der Polizei, habe ich das Gefühl. Naja, oh, das nächste Schild liegt um. Das passiert mir immer jedes Mal hier. Das ist schon, hat schon Kult irgendwie. Hat den Kultstatus erfolgreich erreicht. Die Schilder im LS, ich mag das. Also genauso wie Leitplanken, das ist genau das Gleiche. Wenn man dann auch mit dieser Wackelbude fährt hier, mit dem Amarok von VW, dann macht sie das alles natürlich noch ein bisschen schwieriger. Naja, aber ich denke mal, ich komme trotzdem noch gut beim Einsatz an. Deshalb werden wir das auch sicherlich gut schaffen können gleich. So, und wisst ihr was? Ich fahre jetzt erstmal durch. Der steht, ja, guck mal, die Hupen wieder hängen schon richtig krass am HLF dran. Ich fahre jetzt erstmal ganz gekonnt durch und werde erstmal genau jetzt hinschauen, wo ich jetzt hier eigentlich erstmal absperren muss, denn es gibt hier leider so viele Straßen, es gibt so viele Kreuzungen. Das ist natürlich ein sehr, sehr schlechtes betroffenes Gebiet hier. Das finde ich auch extrem schade gerade, dass hier so viel Wasser mit einmal liegt oder fließt. Es liegt ja nicht. Es bewegt sich ja immer weiter. So, in den Tunnel hinten ist es anscheinend auch drin. Hier ist der Kreisverkehr. Hier, wisst ihr was, mache ich erstmal dicht. Hier kommt erstmal niemand mehr durch. Das wird erstmal hier komplett abgesperrt.
Und dann werde ich gleich mal das nächste Fahrzeug zum Einsatzort holen. Auch wieder ein Special-Fahrzeug von der Politia. Das ist ja ein sehr schön hohes Fahrzeug. Ich glaube, solche Fahrzeuge brauche ich jetzt auch gerade beim Hochwassereinsatz. Die natürlich nicht sofort ertrinken im Wasser. Also, die Hupe ist schon cool, ne? Für so ein großes Auto. Aber nee, ist wirklich, ist ein schönes Auto. Schöne Sirene. Schönes Blaulicht. Also, naja, Blau- und Rotlicht. Das ist ein schöner Ford Raptor. So, der reicht auch wirklich eine hohe Geschwindigkeit. Wir fahren schon über 200. Jetzt müsste ich mal langsam runterbremsen. Übertreiben wollen wir jetzt hier natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt gerade so ein großes Schiff hier für diesen Einsatz. Wir haben ansonsten keine Boote hier in Ulm. Aber dieser Raptor ist ja so ein halbes Boot. So, und wir werden jetzt mal genau über den Kreisverkehr fahren. Also sozusagen geradeaus. Und jetzt gucke ich mir mal genau den Tunnel an, denn ich weiß leider jetzt nicht, wie viel Wasser da jetzt drin ist oder beziehungsweise rauskommt. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Das sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus, denn das ist schon echt krass. Weiter komme ich leider nicht. Okay, also hier ist anscheinend Schluss. Hier ist Ende der Map. Seht ihr auch jetzt gerade mal hier. Ich bin ganz, ganz oben. Guck mal. Da oben gucke ich raus, da geht es nicht weiter, also kommt hier auch wirklich niemand mehr durch. Nicht, dass hier irgendwie noch die Titanic rausfährt oder so. Die Titanic. Nee, die kommt auf jeden Fall hier nicht raus. Aber okay, also der Tunnel ist auf jeden Fall andere Seite abgesperrt. Hier kommt auf jeden Fall kein Fahrzeug mehr durch. Dann haben wir sozusagen quasi die linke Ausfahrt da. Die haben wir abgesichert. Die Fahrbahn müssen wir nicht, weil die andere Seite hinterm Tunnel abgesperrt wurde. Beim Hafen müssen wir nicht absperren. Da kommt sowieso niemand mehr raus. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch nach vorne fahren. Der Verkehrsunfall wird gerade hier geregelt noch von den Kameraden. RTW ist ja vor Ort. Das ist alles ist richtig, richtig gut gerade. Ich fahre mal direkt hier wieder nach vorne zu den anderen Einsatzkräften hier gerade beim Hochwassereinsatz. Ich muss mal kurz schauen, wo ich mir jetzt hier noch aufstelle. Hier muss ich auf jeden Fall noch die Straße absperren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, hier haben wir links eine Straße und rechts. Ach nee, doch nicht. Das Wasser geht genau bis hier vorne. Okay, dann passt es ja wunderbar. Dann kann ich mich eigentlich hier direkt hinstellen und komplett die ganze Strecke absperren, absichern. So. Nee, wir müssen hier auf diverse. Genau. Dann stelle ich mir erstmal ein paar Pylonen auf. Ne, ich muss erstmal nach vorne. Hier sieht man auch mal, wie viel Wasser hier eigentlich ist. Also, was hier alles rübergedonnert ist. Hier hat es die Straße nicht erwischt. Da siehst du bloß hier auf der Grünfläche ein bisschen Wasser und so und zum Viertel auf das Feld. Das ist ja trotzdem ganz schön krass, was hier runtergekommen ist an Regen. Das ist natürlich jetzt nicht bloß Regen. Nicht, dass ihr euch wundert. Also, das ist natürlich auch alles hier vom Fluss, der hier lang fließt. Von da kam natürlich auch sehr viel Wasser dann, das ist übergelaufen, über das Ufer gelaufen und dadurch ist jetzt hier die halbe Straße überschwemmt. Nicht, dass ihr jetzt wundert, es hat ja so viel geregnet und dann bloß beim Hafen der Nähe. Das wäre schon ein bisschen komisch. Nur am Hafen regnet es. In der Stadt, da ist alles sonnig, da ist alles richtig fresh. Wie komisch wäre das denn? So, ich brauche, glaube ich, ein paar mehr Pylonen. Das reicht noch nicht. Hol mal nochmal drei. So, guck mal, da kommt schon der Erste. Hier liegt erstmal ein Schild oben, ist wieder logisch. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der nimmt das Ding einfach mit. Achso, der biegt gleich ab. Der ist fein. Der ist super. Super, dass er gleich abbiegt. Sehr, sehr schön. Endlich mal jemand, der auch hier Augen im Kopf hat und gleich hier von der Hauptstraße runterfährt auf die Landstraße 1. Das ist sozusagen die Hauptstraße, wo ich jetzt stehe. Und das ist die Landstraße. Ganz, ganz einfach zu merken eigentlich. Landstraße ist da, wo die Felder sind. Hauptstraße ist da, wo die Stadt ist. Genau. So, stellen wir hier nochmal eine Pylone auf. Ich weiß nicht, ob die jetzt stehen bleibt. Ja. Das klappt hier heute wie am Schnürchen. Liegt vielleicht am Wetter gerade oder so.
Keine Ahnung. Aber hier kommt auf jeden Fall erstmal niemand mehr durch. Hier ist erstmal alles abgesichert. Die Kameraden werden jetzt erstmal hier nach und nach das Wasser irgendwie wieder zurückpumpen. Ich kann mal ganz kurz, wartet mal, nach oben gehen. Hier sieht man auch mal, wie schön ich gerade abgesperrt habe. Das sieht ja wunderbar aus. Sehr, sehr schön. Und dann sieht man natürlich auch erstmal das ganze Wasser, ne? Das ist ja hier komplett einmal über die Straße verteilt. Also das freut natürlich die Bäume, ne? Und den Rasen. Das wächst bestimmt in den nächsten Tagen richtig krass nach oben. Aber ansonsten, der Hafen ist, glaube ich, am meisten betroffen. Da liegt ja wirklich so viel Wasser. Also da fließt so viel Wasser. Da siehst du ja fast die Container gar nicht mehr. Guck mal. Da ist ja komplett alles übergelaufen. Da hinten sind auch noch PKWs. Ich glaube, die fahren auch kein Stück mehr. Wie gesagt, die Motoren sind bestimmt alle abgesoffen. Die kommen auf jeden Fall nicht mal weg. Das ist schon ein Bild für sich hier, was wir gerade haben. Hier im Projekt Polizei im LS19. Und gerade als Polizist mal aus der Sicht ist es schon ganz schön krass. Denn ich habe das ja schon mal einmal gemacht auf meinem Kanal, einen Hochwassereinsatz. Das war auch so, einer hier in fast der gleichen Form, aber nur aus der Sicht der Feuerwehr. Heute war es ja aus der Sicht der Polizei und vom Rettungsdienst. Aber trotzdem, man muss mal sagen, jetzt hat man das mal so ein bisschen mehr mitbekommen, wie viel Wasser eigentlich hier gerade rübergelaufen ist. Ja, und das macht das alles natürlich noch ein bisschen spannender, das Ganze. Aber trotzdem, die Feuerwehr wird das erstmal alles geben, um das abzupumpen und... Ich glaube, das wird halt noch ein bisschen dauern, ein paar Stündchen, ein paar Tage, wie auch immer. Die werden ja auf jeden Fall noch ein bisschen im Einsatz sein. Und an dieser Stelle muss ich erstmal sagen, wir bleiben alle am Einsatzort. Wir werden nicht zusammenpacken und wir werden natürlich auch nicht abrücken. Wie gesagt, das dauert jetzt noch seine Tage, seine Stunden. Ich weiß es leider nicht, das kann man leider nicht voraussagen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, liebe Freunde, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Dann gibt es einen neuen Einsatz. Guck mal, hier gehen gerade die Schranken runter. Ein Zug lang gefahren. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst mir gerne ein Däumchen oben da, abonniert mich an dieser Stelle und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video, bei einem neuen Einsatz, vielleicht sogar auch schon im Projekt Polizei. Was macht der da unten? Ich bin so gespannt jetzt. Passt mal auf. Guckt euch das an. Das gibt's doch nicht. Also der denkt sich jetzt auch hoch. Ach, da stand ja was. Hab ich gar nicht gesehen. Aber es ist ja schon mal schön, ne, dass der jetzt wirklich erstmal das Ding muss anfährt und nicht mitnimmt. Na, Kollege, du weißt schon, dass... Entschuldigung? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt gibt es hier nur noch Verkehr. Sag mal, also. Gibt es hier nur noch Verfolgungsjagd oder was? So. Jetzt ist hier was los. So, bitte einmal aussteigen aus Ihrem PKW. Sie haben hier nichts verloren. Sie wissen schon, dass Sie gerade eine Absperrung durchbrochen haben. Motor abstellen. Und aussteigen. Und außerdem schwimmen sie gerade im Auto. Genau das meine ich. Guck mal, wie viel Wasser da drin ist. Ihr habt jetzt nichts mit den Augen. Nee. Also da ist wirklich Wasser drin im PKW. Und der fährt trotzdem weiter. Vielleicht mag der das. So. Ja, da haben wir auch schon den nächsten Einsatz. Die Kameraden kümmern sich jetzt erstmal um die Person. Oh, der fährt ohne Nummernschild. Oh ja, da kommt, denke ich mal, noch ein bisschen auf ihn zu. Liebe Freunde, wisst ihr was? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.